Ja, ich bin jetzt 85 Jahre alt und bin seit 56 Almavierter. Hans und Gidel sind zwei, die unbeeinflusst von außen ihr Leben leben. Ihre Welt am Figeljoch ist überschaubar klein. Sie besteht aus einer einfachen Holzhütte und rundum ganz viel Freiheit. Die beiden Brüder sind eigen, oft auch eigensinnig. Sie reden miteinander kaum ein Wort, manchmal tagelang, und verstehen sich trotzdem. Doch sie haben vieles, was andere nicht haben. Wurzeln, Zufriedenheit, die Fähigkeit zu sein, ohne zu haben. Und darum werden Johann und Egidius Klotz, wie sie eigentlich heißen, auch rundum bewundert. Die Zufriedenheit, was die Menschen haben. Er hat furchtbar gern Bananen. Und von mir kriegt er oft eine Banane. Aber wenn ich einkaufen fahre und sage, mag schon, ich soll dir welche mitbringen? Nein, brauche ich nicht. Irgendwann schenkst du mir wieder mal eine. Also da ist so ein bisschen, was man nicht unbedingt. Wir sind halt gewöhnt, wenn wir was kennen, ich will jetzt eine Schokolade, dann gehen wir sie kaufen. Sie sein wirklich nur so, wenn ich was kriege, ist gut, wenn ich es nicht habe, habe ich es halt nicht. Und das, glaube ich, die Menschheit stirbt aus. Sie richten Wege und Zäune. Auf jedem Tritt sehen sie Arbeit. Und viele, die sich nach ihnen umdrehen, ahnen nicht, was die betagten Männer im Alltag Wertvolles leisten. Jeder kennt den Gidel und den Hans, alle respektieren und sind eigentlich immer richtig dankbar, weil die Oase, die Gepflegtheit, die da jetzt vorhanden ist auf dem Jocherhof mit den ganzen Zäunen rundum, das ist alles ihnen zwar zu verdanken. Ja, wir sind gerade nicht mehr. Ja, wir sind da eine Stimme. Hans ist der Ältere der beiden. Geboren im Jahr 1929. Er hört nur das, was er hören will. Und über sein Leben erzählen mag er auch nicht. Gidel ist da schon zugänglicher. Obwohl er ein Jahr jünger ist, ist er der Verwalter, Organisator, Hausmann. In die Hütte gewährt er kaum jemanden Einlass. Einzig die Schwester, die in der Schweiz lebt, ist jederzeit willkommen. Ich bin viel allein. Wenn ich für die Schweiz auch bin, dann bin ich immer allein gegangen, weil ausmüssen. Und dann habe ich immer eine Waschmaschine gekauft und macht einliefern und alles installieren, alles, was bereit ist zu waschen, habe den Gidel alles genau gezeigt, wie es geht. Aber sie haben nicht einmal gewaschen mit der Maschine. Ja. Ja, denkt, dass sie mal die Wäsche hinschmeißen und dann pegeln und alles ist ja nicht so hart, aber mindestens, dass es nicht stinkt. Ihr Tag beginnt früh. Drei Kühe sind zu versorgen.
Auch Hühner, Ziegen und Schafe warten auf ihr Futter um 5 Uhr morgens. Hans und Gidels Leben besteht aus harter Arbeit. Schon als Kinder haben die beiden am elterlichen Hof tatkräftig anpacken müssen. Ja, 46 bin ich in Schuld. Da ist die Faschistenzeit gewesen. Halb italienisch und noch vier Jahre Deutsch und gern verbetet. Ein Scheißdreck. Nix. Oft keine Kriegszeit gewesen. Keine Lehrperson mehr gewesen. Dann hast du wieder mit Ruhe bleiben, ja, den. Der Vater ist Arbeiter, der ältere Bruder auch. Und wir halt. Die haben die Arbeit mit dir. Aufgewachsen sind die beiden mit 3 weiteren Geschwistern am Oberhof in Pavigl am Eingang des Ultentales. Die Buben mussten im Sommer aufs Figeljoch Kühe hüten. Gewohnt haben sie im Gasthof Jocher. Ein paar Jahre haben die Brüder Klotz die dazugehörige Landwirtschaft gepachtet. Bis eines Tages der Hof verkauft wurde. So zogen sie in die kleine Holzhütte unterhalb des Gasthofs. Die beiden erinnern sich an strenge Winter. Oft ist Tage und Wochen lang niemand vorbeigekommen. Bis Hans und Gidel die Initiative ergriffen. Sie bauten am Figeljoch den ersten Schlepplift und legten Pisten an. Gidel hat hierfür bei der Bank einen Kredit aufgenommen. Mit harter Mühe. Und alle Monate habe ich mir das gewisse zurück, weil ich für die Kasse Geld liegen habe. Und das gewisse mit jedes Monat abzahlen. Na, Gott sei Dank haben sie es gleich abgezahlt, die Schulden, wo sie liegen haben. Dreißig Winter haben Hans und Gidel auf diesem Hang verbracht. Der eine oben, der andere unten. Zu Mittag gab es oft nur ein belegtes Brot, denn die Touristen, manche sogar aus England, standen Schlange. Es war eine harte Zeit, doch Gidel redet gern darüber. Einmal, so erzählt er, war es so kalt, dass das Thermometer keine Temperatur mehr anzeigte. Ja, aber wir müssen mit den Ski runterrempeln. Ist noch keine Schneekatze gewesen, nichts. In der selben Zeit ist erst danach gekommen. Noch. Einmal habe ich die ganze Nacht durchgezählt. So, mit den Ski. Es war ein Samstag gewesen, als frischer Schnee war und ganz schön Wetter. Dann Sonntag, da sind viele Leute gekommen. Viele. Und das hat sich rentiert. Am Abend blieb ein Batzen Geld und vor allem Genugtuung. Dennoch haben sich die beiden Brüder keinen Luxus genehmigt. Was ich erlebt habe, haben sie allem sehr wirtschaftlich versucht zu arbeiten und haben die Arbeit zum Großteil selber gemacht. Also die ganzen Fundamentausgrabungen, die haben sie alle mit Pickel und Schaufel getätigt. Und da Montagen und alles, logisch, das Technische, was wirklich technisch vorgeschrieben ist gewesen, haben sie logisch müssen von Firmen anfertigen lassen und herbringen. Aber ansonsten haben sie einfach versucht, möglichst wenig auszugeben und ganz, ganz, ganz äußerst wirtschaftlich das alles handzuhoben. Viele Gelegenheiten haben Hans und Gidel verstreichen lassen. Für eine Frau, so behaupten die beiden heute, sei keine Zeit gewesen. Dabei haben einige sehr wohl angeklopft.
man muss sich vorstellen, im Winter den ganzen Tag bei deinem Lift stehen. Einer, der Hans, ist oben gewesen, allem, und der Riedel ist allem unten gewesen. Da hat er gerne in die Damen die Biegel untergeschoben. Das hat ihm eigentlich Spaß gemacht. Und der Hans hat oben halt ausgehängt und geschaut, dass nichts passiert. Einmal, so glauben die Nachbarn zu wissen, sind sich die beiden wegen einer Bekanntschaft sogar in die Haare geraten. Jedenfalls hat sich Zeit ihres Lebens nichts Festes ergeben. Ich habe ein paar Schinsel gewesen. Ich habe sogar auch keine Milch holen. Die hat auch Klotz geschrieben. Bin ich auch mal so gegangen, ein paar Schinsel. Das ist ganz taktisch. Der Riedl hat schon Bekanntschaften geschlossen, aber da hat er einmal einen umgetroffen und dann hat es ihn teuflisch geblendet, den Riedl, wie halt so junger passiert das halt, und das muss auch so sein, sonst ging es ja wahrscheinlich nicht. Und dann hat er eben Geschenke gemacht und scheinbar, wie nach Erzählungen, auch finanziell hat er versucht auszunehmen, und dann ist er durch, abgebrannt und feiern ist gewesen. Und dann hat der Riedl eigentlich nachher das Vertrauen irgendwo verloren. Die Einsamkeit sind Hans und Giedel gewohnt. Früher wurden sie oft gerufen, denn sie haben das erste Pferdefuhrwerk am Figeljoch besessen. Wenn man noch etwas gebraucht hat, das sind eher allem erstaunlich hilfsbereit gewesen und haben eigentlich nie eine Entlohnung verlangt. Also sie haben nie nicht Geld nehmen. Also sie haben das einfach gerne getan. Sie sind einfach Menschen, die wie man sich eigentlich fast nicht, völlig nicht vorstellen kann. Einfach gutmütig, arbeitsam. Jeden Tag, auch im Winter, holt Hans Heu von der entlegenen Scheune. Für das Vieh wird jede Last ganz selbstverständlich in Kauf genommen. Und wenn sich der Hunger bemerkbar macht, ist Traudi vom Gasthof Jocher die tägliche Adresse. So wohl gehen. Magst du ein Glas Wasser auch dazu? Ja, bitte. Ein Glas Stutzen. Die erste Begegnung mit dem Giedl war ganz nett, muss ich sagen. Ich war am zweiten Tag da, bin hinter dem Haus gewesen mit meinem Hund und er kommt von der hinten an. Dann sage ich, hallo, bist du der Giedl? Ja, und sag ich da, wenn dein Hund meine Hennen packt, dann hast du ein großes Problem. Dann sage ich, aha, okay, jetzt stelle ich mir mal vor, ich bin die Traudi, ich komme aus Bozen, aber dass du jetzt auch Bescheid weißt. Wenn deine Gas oder deine Schauf mir meine Buschen fressen, dann hast du nur ein größeres Problem. So, heute gibt's einmal ein Krästl-Deal. Längst haben sich die drei zusammengerauft. Traudi kennt die Eigenheiten ihrer Nachbarn und gilt mittlerweile als gute Vertraute. Ja, Mahlzeit. Es war schon so, dass sie vorgewarnt worden bin, dass die zwar viel streiten und dass sie sich ganz gern haben und dass es nicht in Stand war, dass die auf einen Tisch sich halt hingesetzt haben. Und dann habe ich gesagt, jetzt kriegst du gern bei mir Essen, weil Carsten hat es, bitte gib ihnen was zum Essen. Aber habe ich gesagt, das ist der Stammtisch, dort habt ihr keinen Platz, ich will nichts hören. Und wenn ihr streitet, aus vor die Tür,
Ja, ab und zu streiten sie alle nur, aber inzwischen seien sie schon oft einmal ganz friedlich auch. Ich höre nicht noch, das schreien will ich nicht. Weiß man nicht. Muss ja schreien wie ein Aff. Na, so gerade viel. Direkt davor muss ich schauen, weil ich kann nicht. Ich hab mir einen Bullen angekriegt. Ja. Ich weiß nicht, weil die Kupplung ist, weil die Bremse ist, weil das Gas ist, das weiß ich alles nicht. Sie können nicht miteinander und auch nicht ohne einander. Auch gutes Zureden war bisher erfolglos. Ich hätte euch viel besser geschaffen, dann habt ihr es viel schöner und das habt ihr schön da und kommt gut aus und ja, nicht schon so zugeredet. Aber es hat nicht geholfen. Es gibt Tage, wo sie kein Wort miteinander reden und leichter miteinander arbeiten. Sie sagen sich, wie sie sich denken. Und speziell auch der Gil. Wenn es den einer schießt, dann nimmt er sich kein Blattl vor den Mund, da wird gebrüllt und getobt. Aber ich glaube, das ist auch das, so, wie wir sind halt anerzogen. Das darf man nicht, das tut man nicht, das macht man nicht. Und sie sind halt richtig noch. Und das ist eigentlich das Urige. Traudi Postingell ist mittlerweile die Ansprechpartnerin in allen Belangen. Hans konnte mit der Zeit nur mehr schemenhafte Umrisse erkennen. Und so ist sie mit ihm ins Krankenhaus zum Augenarzt gefahren. Und schon allein die Visite, da könnte man ein Buch schreiben. Weil er kann zwar seinen Namen schreiben, aber er ist im Grunde, sagen wir mal so, ein Analphabet. Und als er dann den Sehtest hat machen müssen, dann hat er halt irgendwas daher geplaudert. Das ist ein A und ein O und ein Ü. Hat hinter vorne nichts gestimmt. So große Buchstaben und der Arzt schüttelt den Kopf, denkt sich, das gibt's nicht, dass er das nicht lesen kann. Und irgendwann habe ich mich eingemischt, sage, Entschuldigung, er kann überhaupt nicht lesen. Ah, jetzt wohl. Hans wurde am grauen Star operiert und musste eine Nacht im Krankenhaus bleiben. Dabei hat er mit seinen 86 Jahren noch nie seinen Hausarzt gesehen. Und am nächsten Tag hat ihn abgeholt. Und als man dann vom Zimmer rausgehen, über den Gang laufen, na sag er. Sag ich, du, jetzt muss man sich erst mal verabschieden von den ganzen Schwestern, so auf Wiederschauen, vierti. Und dann gehen wir, dann geht er dir auf und kommt eine schwarze Dame raus, mit dem Auge verklebt, also weil sie ja in der Augenstation war. Na schau, der noch. Und auf einmal schreit er, ein Negerin ist auch da. Also alle haben sich umgetrennt, der ganze Gang hat gelacht, aber das ist der Hans. Vielleicht hat er von gestern noch Durst. Ja. Weil, man sagt allem Gidl, man ist nicht imstande, den Tag davor Säule zu trinken, dass man den nächsten Tag nicht Durst hat. Haben wir schon noch auf Durst. Ja, eben. Zwischendurch bleibt auch Zeit für eine Pause. Gidl ist ein geselliger Typ. Sonntags liest er im Gasthaus auch manchmal die Überschriften in der Zeitung. Und wenn der Tag lang ist, wird auch hin und wieder über alte Begebenheiten geschmunzelt. Einmal habe der Zahnarzt den beiden im Lifthäuschen sogar die Zahnprothese angepasst. Hörmaschine hat er nicht mitgehabt. Muss ich nicht. Ja, ich hab da oben das bisschen gemacht, da oben Benietel drin.
lacht er selber auf der Mal, der Platzer Helmut. Ihr ganzes Leben spielt sich hier oben ab, auf wenigen Kilometern. Nur einmal ist Gidl ausgebüxt, ins Tal in den Baumarkt. Er hat gestaunt über die vielen modernen Maschinen. Früher hat es keine Motor so gegeben. Früher, halt so zur Hand. Jetzt geht er. Heute geht es den Jungen und allen viel zu langsam. Da war es Führwerk hier, sei, sei. Da ist er schneller gewachsen, ja. Oder langsamer. Ja. Da ist er schneller, dicker geworden. Gidl ist nun 85 und ohne größere Beschwerden. Trotzdem stellt sich die Frage, wie es in Zukunft weitergehen wird. Was ist, wenn die beiden einmal nicht mehr sein werden? Was wird aus der Hütte, aus der Landschaft, aus dem Figeljoch? Wenn der Gidl und der mal nicht mehr sein sollten, dass da stirbt ein ganzer Haufen weg und die Jungen, die Jüngeren, die haben ja, ist ja logisch, die haben andere Interessen und sägen das Joch oder nutzen es auch von anderen Art und Weise. Und das ist eigentlich, bricht alleweil eher ein Stückchen weg. Es wird ein bisschen von anderen Art genutzt, das ist, geht ja gut, aber das alte Zeug verschwindet zunehmend, das merkt man halt so mit zu. Geht es nach Hans und Gidl, soll ein Verwandter in ihrem Sinne weitermachen. Die Familie hilft auch schon mit, wenn es etwa den beiden bei der Heumahd zu streng wird. Wie es für sie selber weitergeht, daran mögen sie gar nicht denken. Hans sieht die Kirche schon seit über 20 Jahren nur mehr von außen. Gidl ist da pflichtbewusster. Er hat auch seinen Stammplatz in der Kapelle zum heiligen Figilius. Und er besorgt jedes Jahr den Christbaum, trotz aller Strapazen und trotz seines hohen Alters. Und das ist eigentlich, was so bewundernswert an der ist. Dass sie sich zusammenreißen, ob sie wer haben, ob es kalt ist, ob es warm ist, ob es Ding ist. Ob der Hans kommt mit einem Verband um, dann sage ich, was hast du da beim Finger gemacht? Nix. Dann sage ich, lass schauen. Nix, nix. Dann sage ich, auf, schauen wir. Dann hat aber wirklich einen teuflischen Schnitt drinnen. Dann sage ich, bist du fröhlich, hast du dich desinfiziert? Au, ich spuck da nicht, das passt. Also ich glaube, jeder andere rennt mit so etwas ins Krankenhaus und mit Blaulicht, Hubschrauber. Und ich finde halt, dass das Sachen sein, was einen wirklich auch neugieren und sagen, mit wenig kann man eigentlich auch sehr zufrieden sein. Den Boden in der Hütte haben Hans und Gidl mit Schaffellen ausstaffiert. Die beiden denken pragmatisch. Im Haushalt wird nur das Nötigste erledigt. Ja, etwas war mir selber und etwas war schon die Traut, ja. Etwas. Auf der Molle Himmel war ich mir ganz selber aus. Das ist keine Kunst. Das ist der, bin ich viel eingegangen am Putzen und eigentlich habe ich nie gehört, sagen, ja, ich bin schon froh, dass du mir das gemacht hast. Das habe ich eigentlich nie gehört. Aber ich wenn man sieht, so wie es, ich habe einfach nichts machen. Ich habe das einfach nicht gekannt sehen, dass ich da so, ja, also kränkig und wisch und Angst, dann habe ich es einfach gemacht. Die Woche mal eine Gerstsuppe gekocht, ein ganzer Haufen voll. Und da haben sie noch eigentlich die ganze Woche von der Gerstsuppe gehabt. Und da, ich habe es eigentlich selber einmal gesehen oben in der Wohnung oben. Und da hat man, wenn man so Ende der Woche zu Weg gekommen ist, dann hat man so die Ränteln gesehen, wie weit sie alle Tag eingegessen haben.
in den Haufen. Das ist so ähnlich, um sie halt kaust nicht. Der Hans ist fürs Kochen zuständig. Jeden Tag auf Nacht gibt es Mus. Also inzwischen schimpft er, beklagt sich der Giedl oft einmal, einmal ist zu gesalzen, einmal ist überhaupt nicht gesalzen. Und dann sagt seine Frau, dass du überhaupt etwas kriegst. Aber natürlich muss ich sagen, jeder hat so seinen Teil von der Arbeit. Und ich glaube, dass die nach so langer Zeit, ohne zu reden, jeder weiß, was eigentlich zu dir ist. Seit Traudi im Leben der beiden Männer mitmischt, gibt es häufiger Grund zur Freude. Sie zeigt ihnen am Laptop zum Beispiel ein Känguru oder überrascht sie zum Geburtstag. Und ganz nett war es, ersten Geburtstag habe ich dann ihnen gratuliert, habe ihnen ein kleines Backtel gegeben. Nachher habe ich ihm ganz ein schönes Buch eingepackt mit Alpenblumen, Alpentiere. Das ist sicher ein nettes Geschenk. Dann wollten wir alle, dass er es aufmacht. Er hat es nicht aufgemacht. Dann sage ich, wieso machst du das Backtel nicht auf, Giel? Ich habe noch nie so ein schönes Backtel gekriegt und deswegen, das lege ich auf meinen Nachtkastel und im September, er hat im Juni Geburtstag, im September hat er mal gebracht, du, da ist ein Buch drin gewesen. Bescheiden, regelrecht selbstlos meistern Hans und Giedl ihr Leben. Jeder Grashalm wird abgemäht, jeder Zaun in Schuss gehalten. Diese Einstellung zur Heimat wird wohl verloren gehen. Wenn du sagst, was die in den letzten paar 60 Jahren, nicht? Was sie da sind, was die allem überall, sieht man ja heute noch, überall, wo noch ein bisschen so ein Bürstling ist, meinen sie auch, dass es ein bisschen schön rausschaut. Da sind sie einfach fleißig und überall umschnappen mit den Segen. Es hat in Salm Spaß gemacht, wie sie handwerklich gearbeitet haben, ohne irgendwo jegliche große technische Mittel. Aber wir haben festgestellt und gesehen, dass sie eigentlich trotz allem wieder fortschrittlich waren. Eher ganz auf der fortschrittlichen Seite, das möchte man nicht meinen. Jetzt logisch tratzt es ein bisschen, weil sie haben ein gewisses Alter, sie sind beide über 80 und die Kräfte lassen nach. Aber es ist erstaunlich, was sie trotzdem allem noch leisten. Die Zäune sind mit Weiden abgebunden, die Kartoffeln sorgsam gesetzt. Der Acker ist im Spätsommer Giedls Lieblingsbeschäftigung. Und wenn der Herbst einzieht, wird am Figeljoch gemeinsam Roggen geerntet. Hans und Giedl bieten sich an mit ihren helfenden Händen. Giedl und Hans, ich hab euch einfach gern. Und wir sind so froh, dass es auf dem Joch da seid. Hoffentlich bleibt es noch ins lange Halten, gell? Thank you.
jetzt trinke ich mal. Ich wünsche Ihnen, dass Sie noch so kann noch Jahre, halt noch etliche Jahre so bleiben und dass Sie oben können bleiben. Ein bisschen Bergärtchen. Aber vielleicht lange nicht noch hier. Dann ist mein Knie kaputt. Das ist ja gleich. Das macht nichts. Sind schon wieder andere da.